Ja, da sind wir wieder und ich bin euch schuldig, was ich jetzt nur für Fische hier unten eingesetzt habe. Ich habe ja schon ein paar Mal angeteasert, was es werden soll, also das möchte ich heute auflösen. Also bleibt dabei und seid gespannt. Ja, das ist die wunderbare Amanda und ich bin der Tobias. Und wir, Amanda und ich, möchten euch heute die neuen Fische vorstellen, die ich ja schon ein bisschen angeteasert habe. Nicht wahr, Amanda? Du willst die vorstellen. Ich sitze hier rum und kann wieder nichts anderes machen, außer dich zu ertragen. Ja, vielen Dank. Also, wir gucken, was da jetzt eingezogen ist. Und ich sag's euch jetzt schon mal, wir haben Fische bekommen. Und ich habe auch noch eine neue Schneckenart. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Schneckenart an, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Also, viel Spaß in diesem Video. Ja, und hier sind die ersten neuen Bewohner. Und ich hoffe, man kann gut erkennen, was es ist. Es sind die Piano-Schnecken. Die habe ich zusammen mit der neuen Fischart, die ihr gleich seht, in der Zoobox beim Thomas gekauft. Und es sind jetzt drei neue große Piano-Schnecken und als Obolus obendrauf habe ich noch drei Jungtiere bekommen, die ich jetzt aber nicht mehr sehe. So, und ganz schön gewachsene Tiere. Und da hatte ich ja gelesen, beziehungsweise erhoffe mir davon, dass sie etwas gegen diese Algen hier tun. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das funktioniert, weil die Piano-Schnecken doch relativ groß sind und ich mir nicht sicher bin, ob sie auf diese relativ feinen Blätter hochklettern, ob sie sowas machen. Aber wir werden sehen. Vielleicht tun es ja die Jungtiere und gehen da wirklich dran. Wir werden schauen und sehen, was damit passiert und ob die Tiere das wirklich so umsetzen, wie ich es mir hoffe. Mal gucken. Wir werden diese Theorie also überprüfen. Und den Gertruda ist, den geht es soweit gut, bis auf ein Weibchen. Das hier, ich zeige es euch mal, weil wir wollen ja offen miteinander hier umgehen. Es frisst noch, deswegen darf es noch bleiben, sonst muss ich es leider bald erlösen. Also das sind aber so wirklich jetzt schon die Alterserscheinungen. Das wurde mir ja schon gesagt, dass die Tiere nicht so alt werden und dass man da relativ zügig mit der Nachzucht anfangen soll. Und deswegen habe ich das ja auch getan. Es hat glücklicherweise auch gut funktioniert. Also mein Bestand dürfte erstmal gesichert sein. Das sieht gut aus. Ich habe übrigens die anderen kleineren Tiere, jetzt will ich mal gucken, hier sind noch so ein paar ganz kleine dazwischen. Die waren jetzt noch in meinem kleinen Aufzuchtregal. Da waren 5 Stück, glaube ich, und die habe ich jetzt mit dazugesetzt, sodass das Aufzuchtregal jetzt auch leer ist und jetzt hier alles vollständig erstmal zusammengesetzt ist und ja, weitere Zuchtversuche muss ich mal gucken, ob ich das jetzt direkt anstrebe oder ob ich da jetzt noch mir ein bisschen Zeit lasse. Ich habe hier ja immer noch mein Laichmob drin und da kann und ja, da kann ich ab und zu ja mal absammeln. Und dann gucken wir mal weiter. Weil so viel mehr will ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hier einsetzen. Wenn, dann müsste ich gucken, dass ich sie dann abgeben kann an andere Aquarianer. Aber das schauen wir mal in Zukunft. Also, soweit hierzu. Jetzt zu den neuen Fischen. Ja, da muss ich mich jetzt hier mal wieder auf den Boden begeben. Und theoretisch dürftet ihr die Fische jetzt schon sehen. Ich halte das jetzt mal so gerade und dann guckt ihr mal, ob ihr was seht, was neu ist. Aber ich glaube, man kann das erkennen. Ich hatte ja hier, ich zeig's mal noch im Eck, hier die Strömungspumpe von Sansan eingebracht. Und das scheint den Tieren wirklich zu gefallen. Gerade die Panzerwälse stehen da oft in der Strömung, aber auch die Tiere, für die es gedacht war. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier was aufnehmen können. So, da ist der Herr der Schöpfung. Und eine der Damen. Kommt der Herr nochmal? Also man sieht, sie sind flink unterwegs und nutzen auch die Strömung aus. Sie, wenn sie denn mal Lust haben, dann begeben sie sich hier so zwischen die Pflanzen und ruhen sich ein wenig aus. Aber sonst sind sie eigentlich immer in der Strömung unterwegs und das sieht auch ganz gut aus, finde ich. Ja, was sind das jetzt für Fische? Also, das sind Zwerg
Schwertträger. Hier der Herr. Unter der Gattungsbezeichnung Xiphophorus Pygmaeus geführt, also wirklich den Namen Zwergregenbogenfisch, meine Güte, also unter den Zwergschwerträgern. Und wenn man da im Netz guckt, da findet man extrem unterschiedliche Haltungsbedingungen, Wasserbedingungen. Und da habe ich deswegen ein bisschen angehärtet, hatte ich ja schon gesagt, war aufgehärtet, dass ich da ein bisschen höher komme, weil es gibt Beschreibungen, dass sie von weich bis mittelhart gehalten werden. Es gibt aber auch Beschreibungen, wo es heißt, sie müssten in harten bis, also mittelharten bis harten Wasser gehalten werden. Also so richtig ist das wohl nicht klar. Deswegen habe ich so einen Mittelweg gewählt und habe die jetzt in der Zoobox beim Thomas auch gekauft. Könnte ich euch nochmal das Video im Eck verlinken, falls ihr noch nicht gesehen habt. Der Thomas ist nämlich bekannt mit seiner Truppe, dass die relativ seltene Tiere oft halten und anbieten. Und das war jetzt auch so ziemlich der einzige Anlaufpunkt, wo ich diese Fischart bekommen habe, diesen Zwergschwertträger. Und verstecken tut er sich scheinbar auch gut. Aber gut, wir werden ihn bestimmt noch zu Gesicht bekommen. Ja, und da gibt es auch, wie gesagt, alle möglichen verschiedenen Varianten. Es gibt Angaben, dass sie bis zu 9 cm groß werden. Die nächsten sagen, nein, die Frauen werden maximal 5 cm, die Herren nur 4 cm. Hier bei meinen würde ich sagen, sind es so ungefähr 2,5, 3 cm. Vielleicht 3,5 cm mehr ist da noch nicht. Nee, das sind noch keine 3,5 cm. 2,5 bis 3 cm maximal. So, die Frauen sollen auf jeden Fall größer werden. Da werden wir mal drauf achten. Und deswegen finde ich die Tiere relativ interessant, weil ich gehe jetzt einfach davon aus, dass sie nicht so groß werden. Das Interessante ist bei den Männchen, die haben ein Schwert, aber der ist minimals der Schwert. Also das, manche sprechen da nur vom Millimeterbereich. Ich habe da noch gar keinen richtig erkannt, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, bei den Lebendgebärenden das Geschlecht zu unterscheiden. Ne? Also das ist ja eigentlich ziemlich einfach und ersichtbar. Und hier in dem Fall auch noch der schöne Unterschied, dass die Herren wirklich richtig schön knallig gelb sind und die Damen ja so ein ja, grün Schwerträgerfarben Mischung Richtung Gubbi-Weibchen, diese Standardfarbe, so in die Richtung läuft das. Und ja, die sind sehr aufgeweckte Tiere. Also ihr habt ja schon gesehen, die sind hier kräftig unterwegs. Und sie sollen auch regelmäßig für Nachwuchs sorgen, aber nur im kleinen Rahmen. Also man spricht so zwischen 10 bis 20 Tiere maximal alle paar Wochen, nicht also so wie andere Schwerträger oder andere Guppies oder wie auch immer man manchmal so Nebengebärne hat. Ja, was ich mir natürlich erhoffe bei dieser Geschichte, es ist eine gewisse Seltenheit der Tiere und dadurch erhoffe ich mir, dass ich, wenn ich dann jetzt Überschüsse entwickeln sollte an Tieren, dass man sie auch mal an interessierte Aquarianer abgeben kann. Weil so die Standardfische, die bekommt man meist nicht los. Aber wir werden sehen. Erstmal geht es darum, sie groß zu bekommen, noch ein bisschen wachsen, sie noch ein bisschen wachsen zu lassen. Und dann hoffen wir mal auf Nachwuchs. Sie sollen auch relativ wenig den Jungtieren nachjagen und sie auffressen. Also das soll relativ sicher sein. Also gucken wir mal, was bei rumkommt. Ich bin gespannt. Was ich im Netz noch rausgefunden habe, deswegen habe ich diese Strömungspumpe hier halt eingefügt, dass die Tiere in ihrem natürlichen Habitat in der stärksten Strömung gefunden wurden. Also mitten im Fluss, wo die Strömung teilweise am stärksten ist, da standen die Tiere, oder im Bach, ne? Da standen die Tiere dann da. War selbst der die gefunden hat, wohl ein bisschen verwundert, dass die so einfach zu sehen waren. Und ja, aber ich denke, nichtsdestotrotz müssen sie auch ein bisschen Erholungsphasen haben und deswegen sind ja hier auch Pflanzen und bestimmt ein paar Ecken, wo sie sich ein bisschen Ruhe gönnen können. Ja, und wenn ihr da draußen Erfahrungen mit diesen Tieren habt, das würde mich sehr interessieren. Sagt mir doch mal bitte, zu welchen Wasserbedingungen oder wie die Haltungsbedingungen bei euch aussehen.
Das würde mich interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mich daran teilhaben. So kann ich lernen und kann hier für die Tiere ein besseres Umfeld schaffen. Also rein damit in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir es für heute dabei. Also, den Tieren scheint es gut zu gehen. Drückt mir die Daumen, dass es dabei bleibt. Und ansonsten Daumen hoch, Abo, alles miteinander. Ich habe jetzt gesehen, wir sind schon über 900. Ich bereite schon langsam mein 1000 Abonnenten-Special vor. Mit Gewinnspiel. Also, schnell. Wir haben es bald geschafft. Aber nicht zu schnell, weil ich muss noch ein bisschen aufarbeiten. Weil es soll ja was Besonderes sein, ein besonderes Video. Also, guckt mal, was ihr tun könnt, damit wir irgendwie dahin kommen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Whip up my ass.